Hör auf, mich abzuschießen, Skelett. Hör auf! Jetzt ich sehe hier auch gar nichts, komplett gar nichts. Hier ist ein Schaf, das ich geschert habe. Bist du doch vielleicht in der richtigen Richtung? Und hier sind noch mehr Schafe, die ich abgeschert habe. Ich glaube, ich komme näher. Ich glaube, ich komme überhaupt gar nicht näher, weil ich finde nicht ein, was, ja, vielleicht ein Licht. Ah, ich sehe was. Ich weiß, wo ich bin. Haha, haha, ich bin gleich zu Hause. Ich sehe schon unseren Eingang. Haha. Ich habe es wiedergefunden. Geht doch. Wo ich eigentlich gar nicht wusste, wo ich eigentlich lang musste, aber ich habe es gefunden. Wirklich, wo ich sagen muss. Ich bin zu Hause. Ich weiß nicht, mein Gefühl sagt, dass ich die ganze Zeit im Kreis fahre. So. Ich bin zu Hause. Dann kann ich jetzt mal ein bisschen aussortieren und so weiter. Mein Gott. Ein Creeper ist vor unserer Tür. Naja, egal. Sie soll mich mal gar nicht interessieren. Oh, hier ist Licht. Ein Lavasee oder eine Fackel? Tja, wenn du Licht findest, dann... Ja. Dann war es ein Lavasee. Ja, nicht unbedingt. Doch, ich bin hingelaufen, ein Lavasee. Ja, dann bist du natürlich falsch. Ich habe mal wieder absolut keine Ahnung, wo ich bin. Sucht ihr es? Geht es wieder los? Tja. Ich habe auch meinen Weg gefunden, ich bin auch zu Hause. Ich bin wahrscheinlich eh wieder die falschen Koordinaten. Ich bin irgendwie x100 irgendwas, 110 oder so, und z minus 600 irgendwas, aber z muss ich glaube auch irgendwas minus 90. Wenn ich mich richtig erinnere, muss ich glaube einfach in die Richtung hier weiter warten. Mein Gott. Bin er hinter mir. Jo, dann muss ich nochmal. Müssen wir echt nochmal hier bald mal aufräumen. Weil die Kiste, die so kreuz und quer. Ich muss das Lagerhaus fertig kriegen. Ah, Spinne. Ich glaube, ich mach da nochmal weiter. Ja, eigentlich ist das Lagerhaus hier vom Grund her fertig. Ihr wandt Löcher rein, Kissen rein, fertig. Ja, das ist ja kein Problem. Bin noch gerade überlegen. Komm, glaube ich, näher. Du wirst dann schon merken, wenn du in der Nähe bist. Weil ich habe es nämlich vorher auch nicht gefunden. Wenn es dunkel ist, findest du am einfachsten. Warum das jetzt so sinnvoll ist, was ich hier mache, aber ist mir ganz ehrlich gesagt egal. Es funktioniert. Ich würde schon nach Heim finden, ich habe nämlich auch den Weg gefunden. Verdammt. Mal hier ein bisschen Stein noch brennen. Ich glaube, mich langsam habe ich mich keinen Stein mehr. Na gut, 36 ist schon eine ganze Menge, aber egal. Die Mucke ist auch irgendwie wieder komisch. Muss ich echt mal wieder aufpassen, dass ich hier andere Mucke wieder nehme. Die durchhöre, weil das ist nämlich echt ganz komische Mucke, die ich gerade hier anhab. Was? Ja, ich sehe unser Haus. Wuhu. Hast du gut gehabt.
So, ich werde auf jeden Fall jetzt hier unten noch das fertig bauen und dann können wir. Ich weiß. Habe ich vorhin schon gesehen. Und hast du die kleinen Dings gesehen, die ich gemacht habe? Was habe ich gesehen? Die kleinen Details, die ich gemacht habe. Ich habe es immer noch nicht verstanden, was du gesagt hast. Die kleinen Details, wo ich gesagt habe. Oben meinst du, ja. Habe ich gesehen. Hast du ein klein bisschen mit Stone? Ist in der Truhe. Da oben. 8 Stück müssten es, glaube ich, sein. Ja. Da in der Höhle ist aber noch mehr gewesen, so ist das nicht, aber ich bin halt irgendwann gegangen. Brauch nicht viel. Jo, ich brauch eigentlich im Let's Play überhaupt keinen Redstone, wozu auch? Ich mach's jetzt einfach, weil es funny ist. Mach das. So eine Haufenweise Kohle, was ich hier so finde. Kann ich deine Spitzhacke haben, kurz bitte? Kannst du eine neue bauen? Oben ist noch genug Holz. Genug Zeug. Bau da einfach eine. Ich glaube, ja. Haben wir genug Material, deswegen ist doch egal. Und ich finde gerade auch noch mehr Material. Auch noch ein bisschen Holz, kann ich mal. Weil du wirst oder so Spitzhacken gebrauchen. Scheiße, viel Kohle. Und Eisen und Kohle und Eisen und Kohle und Eisen und Kohle. Oh, ja Gott. Haben wir das Zeug hier? Ja, jetzt können wir von mir aus noch das soweit fertig bauen. Unser Lagerhaus. Lagerhaus. Können wir schon soweit schon fertig bauen? Also ich finde es voll geil, wie ich, was ich gemacht habe, da mit diesen Bücherregalen und Öfen und so. Ich finde, das sieht relativ gut aus. Keine Ahnung. Mir gefällt es nicht so ganz, aber passt schon. Das ist nicht so ganz so wichtig. Eigentlich bin ich immer da ein bisschen anders da, wenn es im Lagerhäuser geht. Es soll einfach nur funktionell sein. So, aber haben wir eine ganze Menge Kohle wieder gefunden. Das ist gerade mal so wenig. Auch ein Fans. So. Mach ich den Kram wieder zu. Weiß nicht, ob das so klappt, will. Was denn? Oh, muss halt probieren. Da eine Fackel hin, obwohl die Fackel da mir nicht so gefällt. Das ist jetzt ein bisschen Ordnung machen, die müssen wir halt nachher wieder überholen. Was sagst du? Ordnung machen? Ich werde jetzt eine kleine Ordnung machen. Mach das. Nur ganz minimal. Nein, verdammt. Und am Tin. Nein, du bist durchgefallen, Bakko. Guck mal, wer durch unseren Keller läuft. Nein, ist klar. Und stirb. Hier muss nur eine Reihe weiter. Dann sieht es mich beschissen aus. War ja auch nicht vollend eigentlich, das war nur ein Test. Ist schon wieder durchgefallen. Wieso fällst du da immer durch? Tja. Ja, was du da machst. So,
Ja, dann mach ich's halt so. Was kann man so davor aus, aber mach du mal. Ja, das wirst du dann sehen, ich weiß nicht. Hoffentlich klappt's diesmal. Wirst du dann gleich sehen. Jetzt kann er eigentlich gar nicht mehr durchfahren, ja, tut's auch nicht. Müssen wir ein bisschen Schneeboden beseitigen. Aber das sollte kein Problem sein. Nö. Nicht wirklich. Wenn der Schneegolem aufhören würde, durch unser ganzes Haus zu laufen. So, hier habe ich schon mal so halbwegs die ganzen Drohnen, Ding schon fertig. Ich glaube, so viel Plätze brauchen wir so oder so nicht. So extrem viele Plätze. Ja, wir können es ja dann auch noch vergrößern. Ja. Tada, ich nenne sie den Schneematron 3000. Warum klappt das nicht? Was ist das? Im Prinzip müsste der Schneeball runterfallen, weil der Pisten den Schnee, den der macht, zerstört, aber es klappt nicht. Na, warum wird immer wieder hochgezogen? Was ist das denn? Weil der bloß ist bloß ein Glitch, der hier nach unten kommt. Okay. Leute, warum klappt das nicht? Komm, geh wieder in deinen Hoch. So, ich kümmere mich erstmal um genug Truhen. Weil wir müssen eine ganze Menge auf jeden Fall hier platzieren. Ja, man kann es immer noch so machen. Geht. Tada. So. Noch ein paar mehr. Wie noch nicht genug von den Truhen. Ich habe auch noch einen ganzen Platz hier. Ups. So. Kann ich nochmal zwei Holz haben, dem Holz? Moment. Das wird ja hoffentlich reichen. Ich habe eigentlich nur zwei Wooden Planks gebraucht. Egal. Hast halt mehr, ist ja wurscht. Ja. Das muss ich dann auch gleich nochmal. Ich mache eh nichts Wichtiges. Das schwende nur ein bisschen Kopfstoß. Ja, mach du mal. Stört mich so oder so nicht. So. Jo, der hat mir soweit alles. Also was wir brauchen. Nee, bitte. Okay. So, soweit so gut. Sind alle Truhen da? Ich glaube, es reicht doch erstmal. Das bin ich noch gerade überlegen. Ich glaube, ich mach mal. Mache ich das jetzt wirklich? Ich habe gerade eine Idee, wir müssen das ja alles hier mit Halbstufen machen, dann sind die Kisten hier unten nur halb im Boden eingelassen. Von mir aus können wir das auch gerne noch machen. Mir bloß ein bisschen Cleanstone, ja, machst du gerade eh gut. Ist im Ofen schon drin, Cleanstone. Oben ist, glaube ich, sogar noch da egal. Glaube, im Ofen ist oben auch noch was drin, ja. Das ist ja das, wo wir hier haben, da muss man nicht extra hochlaufen. Sieht eigentlich ganz akzeptabel aus. Jo. Finde ich auch. Ein bisschen Cleanstone von oben holen. Jo, mach mal. Und du hast sogar Gold gefunden. Jo, aber wozu brauchen wir Gold? Das kann man eigentlich so oder so nicht gebrauchen. Eigentlich nicht. Das wäre Booster Rails halt. Jo, das ist das Einzige.
denke schon, dass wir auch ein bisschen was mit Minecraft machen werden, oder? Ein klein bisschen. Mal schauen. Ich hab mal spontan. Mal gucken. So. Jo. Ansonsten ist das schon mal soweit fertig. Hier kommen wir natürlich nie mehr hoch. Da müssen wir mal ein bisschen was ändern. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann noch die, die Beschriftung vom Lagerraum fertig, oder? Dass hier überall Schilder sind, was in welcher Kiste ist, oder? Mach doch. Immer ja, mach das. Ich fange schon mal ein bisschen. Jo. Mein Gott, das wird so ein Haufen.